Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3, der wilden Jagd. Wie man sieht, ich bin natürlich gereist. Wir sind jetzt wieder zurück aufs Gallige. Und hier haben wir einen Hexerauftrag zu erledigen. Und den werde ich mir jetzt mal eben holen. Beziehungsweise mit dem ansässigen Herrn reden, der dafür zuständig ist. Hallo. Oh, ein Hexer. Du bist wegen des Drachen hier, richtig? Ja. Erzähl mir von diesem Drachen. Wie sieht er denn aus, zum Beispiel? Das weißt du nicht. Und du willst Monsterjäger sein? Er hat Schuppen, Flügel, Klauen. Ein Drache ist ein Drache. Langes Diskutieren bringt nichts. Töte ihn, sonst gibt's noch mehr Opfer. Ja, also wenn's ein Drache ist, dann, ne? Reden wir über die Belohnung. Die Belohnung für diesen Drachen entspricht dem, was ich sonst für einen Neckar bekomme. Yep, so sieht's aus. Also ich hätte gern, also für einen Drachen, hallo, da können wir mal richtig auf die Plauze hauen. Was? Das kriegst du nicht. Egal, ob ein Drache oder viele. Alter, ist mich verarschen? Hier, komm. Du willst ein paar Kronen zu viel, Meister. Ziemlich verarschen? Der redet hier von einem Drachen und ich krieg weniger als für so ein Wasservibe oder sowas? Das ist viel. Aber ein Drache ist auch viel. Na gut, angenommen. Hexer töten eigentlich keine Drachen, aber ich werde mich umsehen. Du hast von Opfern gesprochen, richtig? Zwei Brüder, Askel und Nilas. Sie sind auf die Jagd gegangen und endeten als Beute. Sie waren so übel zugerichtet, dass selbst mir anders wurde. Und ich habe genug Verletzungen gesehen, war bei 32 Raubzügen dabei. Von Povis bis zu den Bergen von... Eine spannende Geschichte, ganz sicher. Aber ich bin mehr an den Wunden interessiert. Kannst du sie beschreiben? Sieh sie dir doch selbst an. Die Familie bereitet gerade das Begräbnis für die Jungen vor. Ihre Leichen liegen im Elternhaus am nördlichen Ende des Dorfes. Aber behandle die Leichen mit Respekt, wie es die Tradition verlangt. Ja, werden wir tun, mein Freund. Ist ja gar nicht so weit weg. Einmal hier drüben hin. Dann untersuchen wir doch mal die Leichen der Opfer. Na toll. Ich hatte gehofft, die Eltern nicht anzutreffen, aber dies scheint nicht der Fall zu sein. Tja, schon wieder jemand, der die Opfer des Drachen ansehen möchte. Vielleicht sollte ich Eintritt verlangen. Vielleicht. Ich würde aber nicht bezahlen. Ich habe in meinem Beruf genügend Leichen gesehen. Ich bin ein Hexer. Ich bin hier, weil ich den Auftrag mit dem Drachen angenommen habe. Ich bitte um Verzeihung. Ich wusste es nicht. Wie kann ich helfen? Ja, erstmal... Es wird nicht einfach für dich sein, aber ich muss mir ihre Verletzungen ansehen. Wenigstens hast du mich um Erlaubnis gebeten, anders als die anderen. Wenn du die Bestie dadurch besser töten kannst, gerne. Und wo wurden die Leichen bitte schon gefunden? Das ist ja auch eine sehr interessante Frage. Wo wurden die Leichen gefunden? Auf der Lichtung, auf der anderen Seite des Flusses. Die Jungs, sie waren immer dort, von klein auf. Sie haben dort Hasen gejagt. Das ist vorerst alles. Danke für deine Hilfe. Und ich verspreche, sie zu rächen. Also, um es mal vorwegzunehmen, dem wurden da die Füße abgekaut und dem da die Arme... Also ganz ehrlich, das sieht für mich nicht nach einer Drachenart aus. Also ein Drache, der brutzelt ja mehr oder weniger oder... Ja, aber so feine Schnitte? Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Mal sehen, was Geralt dazu sagt. Klauenspuren, Bissspuren, aber nichts verbrannt. Interessant. Das war jetzt natürlich extrem hilfreich. Wirklich. Extrem hilfreich. Nun gut, da liegt ein Junge. Okay, ein weiterer Sohn wahrscheinlich. Gehen wir mal zum nächsten. So, irgendwo hier vorne soll es sein. Also, wie gesagt, ich bleib dabei. Also, Rumtreiber. Halt einfach die Fresse. Wie gesagt... Was sind das? Ziemlich schwacher Drache. Konnte die Kuh nicht tragen, hat sie nur zerfetzt und dann liegen gelassen. Also irgendwas
ist hier äußerst eigenartig. Aber ich sehe keine Spur. Doch, da ist was. Was haben wir denn da? Das Blut der Kuh. Es könnte mich zum Versteck führen. Ja, vielleicht. Ob dieser Turm da vielleicht doch noch eine Bewandtnis hat für uns? Wer weiß das schon. Es geht zumindest ganz in diese Richtung. Also ein Drache ist es auf keinen Fall. Also da bin ich mir extrem sicher. Aber was könnte das sein? Also meiner Meinung nach geht das so in Richtung Werwolf-artiges Verhalten. Verstreute Knochen. Er ist von weit oben runtergefallen. Vielleicht ein Ekima? Ein Nest. Wahrscheinlich von einem Gabelschwanz. Warten ergibt keinen Sinn. Ich brauche einen Köder. Hervorragend! Also. Wir brauchen einen Köder. Und wir haben einen Gabelschwanz. Da haben wir doch bestimmt was über der... bestimmt was im Bestarium. Nein. Drakonide. Da, hier. Wir brauchen goldenes Priol. Wir brauchen Kartesche, Drakoidenöl und Art. Nur wenige wissen, wie Drachen wirklich aussehen. Wer nah genug an einen rangekommen ist, hat selten überlebt. Und seine Eindrücke zu schildern. Daher werden häufig andere Monster mit Drachen verwechselt. Auch in Freestyle. Wo sich der Drache, der dort Verwüstung anrichtete, als Gabelschwanz erwies. Der Irrtum bedeutet freilich keine Entwarnung. Der Gabelschwanz, der Freestyle zusetzte, war ein besonders bösartiges Exemplar mit schier unerschöpflichen Giftvorräten. Ihm entgegenzutreten, ohne zuvor einen regenerativen Trank oder ein Gegengift zu konsumieren, war glatter Selbstmord. Ja, klare Sache, also ohne Wenn und Aber, das wäre natürlich alles... Dann machen, das ist der Gabelschwanz. Mit dem werden wir dann mal schauen. Erstmal brauchen wir was zum Anlocken und dann bereiten wir uns vor. Auf diesen Kampf. Rumtreiber. Halt doch einfach die Klappe! Blöde Kuh. Am liebsten würde ich es ja aus den Socken hauen, aber naja, lass mal das. So. Dann reden wir doch noch mal mit dem guten Dorfältesten hier. Ich bräuchte einen Köder. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Halt doch die Klappe, ich will eine Frage. Ich habe das Nest des Drachen gefunden, aber ich brauche einen Köder, zum Beispiel ein Schaf. Ah, verstehe. Willst du es mit Schwefel vollstopfen? Natürlich. Noch ein Verbündeter des kleinen, tapferen Schuhmachers. Nein, ich schaffe das ohne Schwefel. Ich brauche nur ein Schaf, ungewürzt. Gut. Das hier kann ich dir geben. Es ist zwar räudig, aber was soll's. Weißt du, wie man ein Schaf treibt? Du scheuchst es wie einen Schäferhund. Du kommst von links, es geht nach rechts. Du kommst von rechts, es geht... Wenn Hunde das kapieren, kriege ich das auch hin. Ja, gut, Geralt, sehe ich ganz genauso. Aber jetzt muss ich... Nein. Ich hoffe nicht, dass ich das selbst machen muss. Wie ruft man eigentlich ein Schaf? Hier, Schäfchen. Hey, Schäfchen. Komm her, wir jagen jetzt einen Gabelschwanz. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hü, Schaf. Lauf schon, hopp, hopp. Oh, jetzt muss ich hier auch noch... Nein, nicht die Richtung. Ah! Nein! Nicht die Richtung! Oh, was? Nein! Och, komm. Das ist doch nicht euer Ernst, Leute, oder? Lauf! Lauf! Lauf, 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 lauf. Sei ein braves Vieh. Ja, ich tue gerade schon mal eben alles auftragen, was wir so brauchen. Das wäre einmal... Wir brauchten einmal goldenes Priol. Das können wir ja mal anstelle von dem da mal eben kurz da reinpacken. Und was war noch? Drakoidenöle. Wo ist denn... Ah, hier, Öl. Geister, erhängten. Oh. Damals schon Irrelikt. Schön, schön. Aber egal. Verfluchten, Nekrophagen, Konstrukt, Vampir, Hybriden, Okroiden.
Relikt, Insektuin, Dracuinöl, na endlich. So, und dann eine Kartesche war noch. Ich glaube, die haben wir schon. Kann das sein, das da? Nee, das ist Dimitrium. Samum, Mondstaub. Ah, Kartesche, da ist sie. So. Dann sind wir soweit für den Kampf vorbereitet, würde ich mal behaupten. Brauchen wir sonst noch was? Ich glaube nicht. Wir haben soweit alles. So, mein Schäfchen, weiter geht's. Nur Art müssen wir noch auswählen. So. Und dann können wir in aller Ruhe weitermachen. So, das Schaf hier hingetrieben. Hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Und jetzt? Endlich. Oh, da ist ein Gabelschwanz. Komm her. Hallo, kommst du wohl her? Hier. Ah, verdammt, wir müssten vielleicht auch mal die Kartesche auswählen hier. So. So, und jetzt bist du dran, mein Freund. Ah, verdammt, müssen wir aufpassen. Einmal hier, zack. Distanz und weiter geht's. So, die Hälfte haben wir schon knapp. Wow. Vielleicht mal eine Schwalbe saufen, dann das goldene Priol. Ah, nicht gut. Hier, nimm das. So, den haben wir dem vom Wegfliegen gehindert. Wo ist es hin? Da. Ah, Drecksvieh. Komm her. Und nochmal, und nochmal. Ah, jetzt müssen wir aufpassen hier, weil der hat uns gut zugesetzt. Zack. Komm schnell. Und noch ein. Komm schon. Oh, du Drecksvieh. Wo will es hin? Scheiße. Wow, im Stürzen. Huh. Am Ende noch relativ knapp. Aber erledigt und das ist das Wichtige. Du bist für eine gute Sache gestorben, Schaf. Ruhe in Frieden. Meine Fresse, dann kriegen wir jetzt auch mal unsere Belohnung dafür. Ja, der Kampf war nicht ohne. Aber wir hätten auch besser abschließen können, wenn wir uns ja ein bisschen mehr konzentriert hätten. Das arme Schaf. Hat leider nicht überlebt. Schade, schade. Gut, dann mal ab aufs Pferdchen und dann holen wir uns mal die Belohnung ab. Ich weiß zwar nicht, wo unsere Plötze jetzt auf einmal hergekommen ist, aber... Naja, soll mir ja egal sein. So, dann steigen wir hier mal ab, weil das ist mir zu eng hier. Als ob mich was von innen heraus zerreißen würde. Ja, das kommt schon mal vor. Hast du die Kikimoren getötet? Hat die Kiki was? Stimmt das Gerede über den Eisriesen? Ja, es stimmt das Gerede. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Der Drache ist schon tot. Das Problem ist gelöst. Und? Das war's? Erzähl mir mehr. Hat der Drache Feuer gespuckt oder Gift? Ja, wir bleiben bei der Wahrheit. Das war kein Drache, sondern ein Gabelschwanz. Sieht ähnlich aus, ist aber kleiner und nicht so gefährlich. Nicht so gefährlich, sagst du? Dann sollte deine Belohnung auch nicht so hoch sein. Wir hatten uns auf eine Summe geeinigt. Ja, für einen Drachen. Hätte ich gewusst, dass es ein Gabelschwanz ist, hätte ich ihn selbst umgebracht. Willst du mich verarschen? Es war einmal ein Monster. 140 Kronen. Hexer und... Alter! Du! Penner! Rückst du jetzt den Rest raus? Rückst du den Rest raus? Mann, ey. Scheiß Betrüger. Hättest du dich doch dieser Gabelschwanz gefressen. Ah, jetzt kreischen sie alle hier. Ist ja der reinste. Ich sehe, dass du von weit her kommst. Ja, ich komme von weit her. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen.
Quest beendet, Belohnung abgesahnt, was soll's. 102 Gold hat er nur. Das ist natürlich recht überschaubar. Nicht genug Kohle. Na super, leb wohl. Bis dann. Dann gehen wir mal zum ansässigen Schmied. Hier war doch irgendwo einer. Hallöle. Ja, ich bin zurück. Gib mal her, was du so an Kohlen hast. Also, ich hätte hier einmal ein schickes Schwert, was ich nicht mehr brauche. Das hätte ich noch, das hätte ich noch. Dann haben wir irgendwie 2000 Trophäen, die ich irgendwann verkaufe, wenn ich sie nicht mehr brauche. Ansonsten, wie sieht's denn aus hier? Ja, basteln will ich jetzt gerade nicht unbedingt irgendetwas. Wobei, wir könnten mal die Katzenschulenausrüstung, die Wolfsschulenausrüstung basteln, jetzt wo wir gerade hier sind. Zumindest alles, was... Ja. Ah. Moment, Filter. Ah, bereit zur Herstellung. Teile vorhanden. Okay. So, das ist doch schon besser. Und wir können bei diesem Handwerker, so wie es aussieht, nur Schwerter herstellen. Ei. Verdammt, das Wolfssilberschwert, das würde ich gerne herstellen. Was brauche ich denn dafür? Wir brauchen erstmal das normale Wolfssilberschwert. Wieso kann ich das nicht herstellen? Moment mal. Wieso kann ich das Wolfssilberschwert nicht herstellen? Das ist jetzt gerade irgendwie ein klein wenig eigenartig. Gwinell hab hier zu niedrig. Hab hier Meister. Hä? Für das normale Wolfssilberschwert ist es zu niedrig und für das... Darüber denke ich jetzt nicht nach. Das ist mir zu hoch. Wollen wir hier mal alles reparieren und dann können wir weiter wandern. Gewinn will ich auch nicht spielen. Und dann auf Wiedersehen. Gute Fahrt. Ja, ich fahre ganz bestimmt. Gut, damit machen wir mal kurz eine kleine Meditationsründchen hier in den Morgen hinein. So, es ist 6 Uhr morgens. Wir sind wieder komplett ausgerüstet und ich würde sagen, da uns die Nebenquests und die Hexeraufträge alle ein klein wenig hoch erscheinen und die Hauptquest nur Stufe 22 ist, werden wir mit dieser Quest anfangen. Wir werden jetzt endgültig mal der Hauptquest nachgehen. Es wird vielleicht mal langsam Zeit. So, einmal abgelegt. Oh, das Bötchen hat schon ein bisschen was mitgenommen hier, aber egal. Wie kommen wir denn hier raus? Nein. Wir haben ein Problem. Wir kommen hier nicht raus. Ist da irgendein Trick? Ja, wir fahren einfach mal durch das Ding da durch. Kleiner Bug. So, und wie reise ich jetzt zur Nebelinsel? Brauche ich dafür irgendwie irgendwas benutzen? Moment mal eben. Weltkarte. Ich gehe mal kurz wieder auf die Weltkarte. Wo müssen wir jetzt genau hin? Ich bin mir da nämlich nicht so sicher. Dort oben hin. Na, klasse. Das heißt, einmal hier unten drum geschippert. Da können wir unterwegs ja mal ein paar Fragezeichen mitnehmen. Ich hoffe mal, unser Schiff säuft nicht ab, weil es ist ja schon angeschlagen, wie gesagt. Es wäre nicht so toll. Oh, das wird jetzt eine längere Bootsfahrt, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge auf jeden Fall spätestens
Was ist denn das? Irgendwie 2 Millionen von diesen, diesen Kreischviechern. Haut mal alle ab, geht weg. Ich will mit euch nichts an der Backe haben. Vielleicht kommen wir hier noch irgendwie weg. Ohne dass die uns verfolgen. Es wäre zumindest schön. Ich habe jetzt keine Lust wieder anzuhalten. Nee, das sieht ganz gut aus. Dann reisen wir mal hier vorne hin. Da vorne, da ist noch irgendwie etwas, ein Schatz oder sowas. Wie gesagt, es könnte etwas länger dauern bis zum nächsten Mal, bis wir endlich auf dieser Nebelinsel da uns befinden. Aber ich möchte natürlich auch ein klein wenig was von der Umgebung von The Witcher 3 mitnehmen. Nicht nur stur geradeaus. Das war ja bisher immer so. Und ihr kennt das ja bereits von mir, von meinem Let's Play hier. Ein Schmugglerversteck, komm einmal ab. Ja, hau doch ab! Hau doch ab! Nein! Ah! Nein! Jetzt zieh dort ein beklopptes Schwert! So, Nummer 1 erledigt, hat dabei einen Flügel verloren. Ja, du kannst auch ruhig herkommen. So, da haben wir wieder eine erwischt. Lässt du wohl mein Schiff in Ruhe? Ah, Scheiße. Verdammt. Doch da. So, da haben wir wieder einen erwischt. So, und der kann direkt mal abtauchen. Genauso wie der. Was ein Drecksvieh. Komm her. Hab da was für dich. So. Und bevor ich weiterschwimme, versuche ich mal. Treffen wir den. Bin mir da nicht so ganz sicher, ob wir den getroffen haben. Das wäre zumindest ganz schön, damit wir von dem auf alle Fälle Ruhe haben. Ja, der war auf jeden Fall daneben. Komm, drehen wir mal. Oh, noch einer raus. Ist er ein Nest oder was? Ach, drauf geschissen. Ab ins Wasser. Und abgetaucht. Und dann schauen wir mal. Da vorne ist das Versteck. Haben wir direkt 2, 3 Sachen. So, einmal aufnehmen. So. Zack. Der wäre erledigt. Dann können wir dann noch den zweiten Kistenteil hier mitnehmen. So. Komm schon. Zack, 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 zack. Reichlich Zeug dabei. Und das war's dann auch schon. Und jetzt können wir zurück zu unserem Boot. Und dann weiter schippern, nachdem wir hier etliche Gegner erledigt haben. Rein ins Boot. Komm, Geralt, setz dich. Und dann einmal kurz auf die Weltkarte geschaut. Dann würde ich sagen, holen wir uns das hier noch. Das ist gar nicht so weit weg. Irgendwo dort vorne, ein paar Meter. Ist schon Wahnsinn, wie viel man in dieser Welt erleben kann. Also, wenn man wirklich alle Fragezeichen mitnimmt, kann man hier so viele Stunden verbringen. Das ist schon... Ja, es ist ein ganz anderes Kaliber wie viele andere Rollenspiele, die zwar auch relativ lange dauern. Da nehme ich gern zum Vergleich immer Dragon Age her. Vielleicht aktualisiert die Nebelinsel wie jetzt. Ach so, weil wir auf dem Boot müssen. Ja, gut.
sei jetzt mal dahingestellt. Ja, lebt er noch? Ja, der lebt noch. Und da ist er tot. So. Und irgendwo hier ist noch ein Gegner, den wir gleich auch noch eben erledigen können. Nebenbei nehmen wir noch ein bisschen Gezumpel hier mit. Hier, komm, zack. Und schon haben wir den erledigt. Können wir auch in Ruhe tauchen. So, was haben wir hier? Wieder viel Gezumpel und schon können wir wieder auftauchen. Dann gucke ich gleich mal ins Inventar, ob wir irgendwas gefunden haben, was in irgendeiner Sinn für, irgendeiner Weise Sinn für uns macht. Ich glaube ja nicht dran. So, wieder ins Bötchen. Einmal kurz ins Inventar geschaut. Wir haben gefunden eine Waffe minus 77, Rüstung minus 34, minus 23, minus 23, minus 53. Minus 8 ist immerhin nicht ganz so wild. Minus 10, also viel Schrott. Der nächste Händler wird sich freuen. Gut, dann würde ich sagen, ab ins Bötchen und auf die Karte geschaut, denn unser nächstes Ziel ist schon voraus. Hoppala. Klar, ich könnte hier noch etliche tausende Fragezeichen mitnehmen, wie das da, das da, das da. Hier sind so viele Fragezeichen, das ist ein Traum. Aber ich nehme nur noch das hier mit, dann Anfang nächster Folge und dann schauen wir mal. Hoppala, so weit rauszoomen wollte ich gar nicht. Wie unsere Reise weitergeht, weil dann fahren wir nämlich hier querfeld ein, einmal hier droben drüber. Und ich schaue da mal, wie wir da am einfachsten hinkommen. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber viele Fragezeichen haben wir da nicht mehr. Aber wir werden es sehen, wie es dann weitergeht. Also, meine lieben Hexerfreunde und Witcher-Begleiter, wir freuen uns dann mal auf die nächste Folge, wo wir dann der Hauptquest immer näher kommen und die gute Ciri besuchen werden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Sagt euch Bussard und Geralt hier bei The Witcher 3, der Wilden Jagd.